Toto Wolff bringt es immer sehr gut auf den Punkt. Wir sind echt schlecht. Der Hamilton hat Ferrari im Kopf und das fehlt ihm jetzt, was den letzten Biss angeht, ganz, ganz sicher. Lance Stroll braucht die Begeisterung für das, was er macht und die vermisse ich im Moment. Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans zur vierten Ausgabe des AVD Motorsportmagazins mit Christian Danner. Ja, hallo alle miteinander. Du hast uns ja am Ende des letzten Videos schon verraten, dass Suzuka deine absolute Lieblingsstrecke ist. Hat denn der Grand Prix gehalten, was du von ihm erwartet hast? Naja, ja und nein. Ich meine, wenn man auf einer Rennstrecke fährt, die man gerne hat, weil die Streckenkombination, also die Kurvenkombinationen so irre sind und alles einfach einen Riesenspaß macht, heißt es noch lange nicht, dass es ein entertaining Motor Race wird. Das heißt also, der Unterhaltungswert war, würde ich mal sagen, den ja, ausgesprochen überschaubaren Überholthemen geschuldet, ja, ich sag mal, durchschnittlich Formel 1, ja. Wenn wir vorne die Red Bulls wegrechnen, glaube ich, dann konnte man eigentlich ganz gut mit dem Grand Prix leben, aber ja. In der heutigen Zeit oder im Sport immer, es interessiert eben meistens nur der Sieger. Uns aber an der Stelle nicht, wir kümmern uns natürlich auch um die Verlierer und dazu, ich glaube, das muss man so sagen, gehört wahrscheinlich auch Lewis Hamilton. Ja, also Lewis hat ganz untypisch für ihn, der Lewis Hamilton ist ja ein Mann, der grundsätzlich entweder in einem doch gerüttelten Maß an Eigenlob seine historische Position im Motorsport gerne mal, ich sage mal, in den Vordergrund rückt, um das diplomatisch zu sagen. Auf der anderen Seite, wenn es nicht ganz so gut geht, still we rise, wir wachsen immer noch und das kriegen wir schon, alles ist, er steht da drüber. Das, was dieses Jahr der Fall ist, er steht gar nicht mehr so drüber, denn es wird eine recht eigenartige Mischung, die er da von sich gibt, von zum Beispiel in Suzuka, ja, Auto ist toll und fährt sich gut und ich weiß auch nicht, was ist und wir sollten eigentlich, wir sind aber nicht. Das ist doch schon sehr kryptisch, was da im Endeffekt von ihm kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das zeigt mir, dass er schon unter Druck ist von George Russell. Wenn man jetzt auf die blanken Zahlen schaut, dann sieht das nicht besonders rosig aus für Lewis Hamilton. In der Qualifikation dem Teamkollegen unterlegen, durchschnittliche Startposition 8,75, George Russell hingegen 6,5. Ja, die Formel 1 ist eng zusammen, aber trotzdem zeichnet sich da schon ein Trend ab. Jetzt kann man sagen, im letzten Jahr sah es zu Beginn ein bisschen ähnlich aus. Sind die Situationen vergleichbar oder hat sich da bei ihm schon was verändert? Ich bin mir sicher, es hat sich was verändert. Und zwar deswegen, weil wir dürfen nicht ganz vergessen, er hat sich ja bereits vom Team verabschiedet. Und dieser letzte Wille, den man braucht, um irgendwie noch weiterzukommen, zu zeigen, dass es trotzdem geht, in einer Situation, wo es ganz offensichtlich ja überhaupt nicht geht, ja, also zumindest was die Ansprüche des Teams angeht, da fällt es einem natürlich schon schwerer, sich da so, ich sag mal, ins Zeug zu legen, wenn man eigentlich schon verabschiedet ist. Ich bin mir sicher, an einem stillen Nachmittag wird der Lewis denken, ja, also mit dem Ferrari, da wäre ich jetzt auf Pole gefahren. So schätze ich ihn ein. Jetzt, hier und heute, wenn er die Chance gehabt hätte. Und das sind alles Sachen, die, das ist nicht gut, weil das dem Team dann fehlt, dieser letzte Wille, dieser letzte Biss. Ja, ob das dann die 1, 2, 3 Zehntel sind, die er hinter dem Russell herfährt oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, generell ist es schon so. Da gab es ja jetzt auch die Geschichte, dass Lewis Hamilton ein Interview beendet hat, nachdem er da immer wieder in Richtung Ferrari gefragt wurde, ob er eifersüchtig sei auf die Rennpace des Ferrari und so weiter. Glaubst du, da hat man bei ihm einen Punkt getriggert, wo genau das, was du gerade angesprochen hast? Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Ja, logisch, klar. Das geht ihm im Hinterkopf rum, denn eins ist ja auch klar, ich meine, so wahnsinnig viele Jahre Alonso hin und her, der ewige Formel-1-Fahrer, hat auch ein Lewis Hamilton nicht. Und ihm läuft so ein bisschen die Zeit davon, um seinen eigenen Ansprüchen Genüge zu leisten. Und die sind nun mal, ich schaffe diesen extra WM-Titel noch, dann bin ich nämlich der Größte aller Zeiten und nicht gemeinsam mit Michael Schumacher. Du hast jetzt das Alter schon ein bisschen angerissen. Glaubst du denn, dass bei ihm das auch eine Rolle spielt, was die fahrerische Qualität angeht? Verliert er da so ein bisschen was?
Also man muss, so bitter das ist, und ich spreche ja hier aus eigener Erfahrung, muss man natürlich schon sagen, älter werden macht notwendigerweise nicht schneller. Und ja, was Fernando Alonso zeigt, ist fantastisch, aber gegen wen fährt Fernando Alonso? Hat er einen George Russell als Teamkollegen? Hat er einen Sainz oder einen Leclerc als Teamkollegen oder sogar einen Verstappen? Nein, sein Teamkollege ist Lance Stroll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ein Alonso einen Stroll schlägt, ist klar. Ob das jetzt zeigt, dass man auch im fortgeschrittenen Alter immer noch die gleiche Leistung bringen kann, ich glaube eher nicht. Und der Zahn der Zeit, der nagt auch an einem Lewis Hamilton. Und wenn es nur dieser extra Biss ist, den man braucht, um halt eben diese 2 Zehntel noch zu kriegen. Jetzt war letztes Jahr eine ganz große Geschichte, die Sitzposition. Als normaler Autofahrer kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Wenn es nicht so richtig passt, dann ist es einfach unangenehm. Da hat Mercedes aber nachgelegt. Also eine Ausrede, wenn man das so formulieren darf, kann das jetzt nicht mehr sein. Russell hat anfangs der Saison sogar angedeutet, dass dieses Auto noch für Lewis Hamilton entwickelt wurde. Kann man da vielleicht noch irgendwas suchen, dass ihm da was nicht passt? Und wenn das dann passend gemacht wird, dass dann wieder der Funke überspringt? Nein, ich glaube nicht, um es ganz einfach zu beantworten. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ist es. So, das ist das Auto, damit muss er klarkommen. Und es gab ja auch keine, sagen wir mal so, keine richtigen Balancebeschwerden oder Sitzpositionen. Es ist einfach ein, Toto Wolff bringt es immer sehr gut auf den Punkt. Wir sind echt schlecht. Und das ist das Thema, womit ein Lewis Hamilton wahrscheinlich am größten die Schwierigkeiten haben wird, denn auch das, und ich beziehe mich immer wieder auf meine vielen Gespräche mit Niki Lauda, der hat gesagt, du musst dem das Gefühl vermitteln, dass er der Größte ist. Und das Beste, was da einem auf die Sprünge hilft, ist Erfolg. Ein Grand Prix-Sieg. Und dann schaust du das Ergebnis an und sagst, ja, ist ja ganz klar, ich bin tatsächlich der Beste. Und das ist dieser Muhammad Ali-Effekt. Muhammad Ali hat auch immer, der Boxer immer gesagt, I'm the greatest, I'm the most wonderful, I'm the best. Und das ist so ein bisschen bei Hamilton, wenn auch in ganz anderer Art und Weise, aber so ein bisschen psychologisch steckt das mit drin. Und wenn das Gegenteil passiert, dann bist du in einer Abwärtsspirale. Witzig, dass du da Muhammad Ali und Niki Lauda ansprichst. Ich kann mich an ein Buch von Niki erinnern, da hat er mal von einer Begegnung mit Ali geschrieben und das war so der einzige Sportler, mit dem er nicht auf einen Nenner kam, menschlich gesehen. Mit Lewis Hamilton hat es hingegen dann sehr gut funktioniert. Ja, das ist richtig. Ja. Jetzt haben wir schlechte Nachrichten für Lewis Hamilton. Wir haben voraussichtlich die längste Formel-1-Saison der Geschichte, 24 Rennen, wir haben erst 4 hinter uns. Die Ferrari-Sehnsucht, die wird aber so schnell wahrscheinlich nicht vergehen. Glaubst du, das wird eine ziemlich zähe Angelegenheit das restliche Jahr? So wie es jetzt ausschaut, ganz sicher. Man muss immer diese, ich sag mal, die Analysen von Toto Wolff und wie er die Situation einschätzt, die waren ja sehr unterschiedlich. Die waren ja von Wut, das ist schlecht, so können wir uns das nicht leisten, bis hin zu nach Japan, wo er gesagt hat, ja, also eigentlich, wir waren schnell, wir haben es nur taktisch vertan. Also Entschuldigung, im Qualifying nirgendwo, im Rennen auch nirgendwo und dann sagen, wir waren eigentlich schnell. Das ist ja, es klingt fast so ein bisschen wie Norbert Haug in seinen ersten Jahren mit McLaren, Mercedes, als er die einzelnen Sektoren gelobt hat. Ja, also im ersten Teil des dritten Sektors waren wir 4. Schnellster. Und das sind so Sachen, das gefällt mir nicht. Ich meine, ich glaube, wir haben darüber schon gesprochen. Ich glaube, Mercedes hat ein fundamentales Problem. Das Problem ist, dass das Auto technisch nicht gut genug ist. Dass es nicht so wahnsinnig weit weg ist vom Gewinnen, ist klar, man ist ja nicht vom Zeitabstand zumindest auf eine Runde nicht so wahnsinnig schlecht, aber halt noch lange nicht gut genug. Und wie es geht oder wie man zumindest den Gegner unter Druck setzen kann, hat Ferrari bewiesen. Das ist ein ganz klarer Fall von gut gemacht, guten Job gemacht und weiter so. Dann lassen wir das Thema Lewis Hamilton für den Moment mal. Ich bin mir sicher, wir werden in dieser Saison noch öfter über ihn sprechen und über seine Leistungen und gehen rüber zu einer euren Lieblingsrubriken, zu Ask AVD. Musik.
Unter dem Hashtag AskAVD habt ihr wieder zahlreiche Fragen an unseren Experten Christian Danner eingeschickt. Wir sind ja ein interaktives Magazin hier. Es ist kein Frontalunterricht. Nein, von euch kommt auch was. Und da gibt's jetzt heute mal wieder eine sehr interessante Frage von Thomas Adler 4277. Der schreibt nämlich, wurde in den 80er Jahren in der Formel 1 fairer oder unfairer gefahren? Es wurde ja viel weniger mit Strafen eingegriffen von den Stewards. Und ich finde, das ist ein perfekter Bogen jetzt vom Japan Grand Prix darüber. Denn wir hatten da am Ende einen Zwischenfall zwischen George Russell und Oscar Piastri, bei dem nichts passiert ist, aber wir haben eine Stewards-Begründung mit 6 Punkten lang, ewig lang. Und man sagt einfach immer ja, no further action. Wie war es denn damals und wie ist es heute? Also ganz grundsätzlich gab es das natürlich auch. Ich meine, habe ich ja am eigenen Leibe verspürt. Als ich im Training einen Unfall hatte, den der Michele Alboreto verschuldet hat, hat man mich vom Rennen ausgeschlossen. Ja, der Rennleiter hieß Chucky X und der hat gesagt, das war ganz klar, die Streckenposten hätten das so gesehen. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Die Art und Weise, wie da herangegangen wird, ist hochprofessionell und natürlich auch basiert die Entscheidungsfindung der Stewards nicht nur auf einem sehr klar formulierten Regelwerk, sondern auch auf unglaublich vielen Daten. Die können ja alles sehen, wer hat was gemacht, wer ist wie schnell gefahren, wer hat wie stark gelenkt etc. etc. Dazu dann die Onboards und als Sahnehäubchen obendrauf auch noch die Aussagen der Fahrer. Die Frage, die Thomas gestellt hat, ist natürlich richtig. Ist damals unfairer gefahren worden? Ich würde mal sagen, es ist öfters gefault worden und es ist auch weniger oft gesehen worden. Einfach, weil man keine technischen Möglichkeiten hat, das überhaupt mitzubekommen. Und zweitens gab es aber, und das muss man ganz klar sagen, schon so eine Art Grundverantwortung, die wir untereinander hatten, denn alle wussten, dass so ein Unfall nicht nur einfach heißt, dass der eine geradeaus fährt und hinterher wieder weiterfährt, sondern die Autos waren wesentlich unsicherer, die Strecken waren wesentlich unsicherer und deswegen war schon ein bisschen Grundrespekt da. Die Zeit, wo das mit den fair und unfair zum ersten Mal richtig ausgeufert ist, war natürlich die Zeit von Michael Schumacher. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Aktionen Hill Adelaide oder die Aktion gegen den Villeneuve in Jerez. Die Jerez-Nummer hat den Michael Schumacher seine gesamten WM-Punkte gekostet. Also es ist schon in der Vergangenheit auch hart bis sogar sehr hart durchgegriffen worden. Aber man konnte das alles nicht so ganz genau nachvollziehen. Also die Schumi-Jerez-Sache war relativ klar. Aber in den 80er Jahren gab es gar nicht so viele Kamerapositionen, dass man alles mitbekommen hätte. Übrigens die ganze Geschichte zu dem Monaco-Zwischenfall, die haben wir besprochen drüben bei uns auf unserer Talk-Couch. Das ganze Interview gerne auch mal nachschauen, weil, falls ihr das noch nicht getan habt. Du hast angesprochen, mit Michael Schumacher hat das so ein bisschen Einzug gehalten. Würdest du nicht sagen, mit Senna gegen Prost, da hat das auch schon seinen Anfang genommen, wenn man sich dann eben an Suzuka auch erinnert? Ja, das war natürlich, auch das war ja, ja, ich sage jetzt mal, ein Klassiker, der in jeder Historie der Formel 1 immer wieder vorkommt. Ja, solche Dinge waren, ich sage mal, damals, das war weniger reguliert. Es war weniger reguliert und die FIA war damals auch mit einer ganz anderen Struktur. Das war nicht so durchorganisiert wie heute, wo es also diese ganzen Stewards gibt, wo man einen professionellen Rennleiter hat. Das hat oft auch mal gewechselt, da war mal der dran. Also ja, es unfair, wo immer Sport ist, gibt es auch unfaire Aktionen. Gab es davon mehr? Ich würde sagen, es war nicht so wie anders, denn dass der Stoff, aus dem Rennfahrer gemacht sind, hat sich nicht verändert. Man will unbedingt am anderen vorbeikommen und jegliche Art von Emotionen sind natürlich, siehe Senna Prost, führen natürlich dann meistens zu irgendwelchen gar nicht lustigen Sachen oder zu Kollisionen. Und natürlich muss man verstehen, dass die FIA im Laufe der Jahre, hauptsächlich durch Max Mosley, der die ganze Sicherheitsdebatte ja überhaupt erstmal auf den Weg gebracht hat, ist klar, dass man auch solche Sicherheitsthemen dann im sportlichen Reglement verankert. Das war früher eigentlich nicht der Fall. Und bevor wir wieder zum gestrigen Japan Grand Prix zurückkommen, noch eine ganz entscheidende Ask-AVD-Frage. Wie geht's dir eigentlich? Was macht die Gesundheit? Was macht das Bein? Die Frage kam auf.
Ja, die Frage ist deswegen berechtigt, weil mir geht's blendend. Ich war noch beim Skifahren am Wochenende. Es ist alles gut. Aber Christian, die Frage muss ich dir stellen. Wie geht es deinem gebrochenen Mittelfuß? Ja, alles wunderbar. Also sofern es wunderbar sein kann, die Schmerzen halten sich in Grenzen. Aber gibt natürlich einen Grund. Viele von euch haben sich besorgt gezeigt, nachdem Stefan das im Video erklärt hat, dass Christian sich verletzt hat. Aber es kamen viele Nachrichten auch bei dir an, wie ich entnommen habe. Ja, ja, also der Christian, der verletzt ist, ist nicht der Christian Danner, es ist der Christian Mehnert. Da hat man das, hätten wir das auch mal geklärt. Gute Besserung natürlich, das Allerwichtigste. Dankeschön. Aber alles halb so wild. Jetzt kommen wir wieder zum Sport zurück und zum gestrigen Japan Grand Prix. Du hast es vorhin schon angerissen. Fernando Alonso hat mit Lance Stroll nicht unbedingt eine Messlatte da neben sich rumfahren. Die Frage, die man wahrscheinlich schon öfter hätte stellen können, vielleicht auch schon gestellt hat, aber jetzt nach dem Japan Grand Prix wieder verstärkt aufkommen muss, ist Lance Stroll für dieses Team eigentlich noch tragbar? Also der Lance Stroll ist auf jeden Fall nicht sehr gleichmäßig schnell, wenn auch hin und wieder mal ordentlich schnell. Nur es ist schon so, dass man als Formel-1-Team, wenn man gerade, ich sage jetzt mal, Aston Martin hat sich ja eine Position erarbeitet, aus dem Mittelfeld raus in die Nähe der Spitze. Und wenn man jetzt mal einen McLaren mit einem Norris und einem Piastri angreifen möchte, dann braucht man nicht nur einen Spitzenpiloten, dann braucht man zwei. Und da ist die Frage natürlich schon gerechtfertigt. Kann der Lance Stroll das denn lang genug fahren? Tut er? Das Auto kennt er inzwischen auch in- und auswendig. Also da fehlt irgendwo ein wenig die Entwicklung nach oben. Aber wir wissen ja alle, der Papa ist der Chef und der Inhaber und der das Sagen hat bei Aston Martin. Und deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass diese Saison auf jeden Fall nichts passiert. Das Einzige, was sein kann, ist, dass Lance, der eh nie so den Eindruck gemacht hat, dass das, was er da tut, ihm besonders viel Spaß und Freude bereitet, irgendwann selbst auf den Trichter kommt, mit der Mama spricht und sagt, du Mama, komm, jetzt lassen wir es sein, das war jetzt gut und fertig. Nur die Folgen, und das ist bei solchen Familienkonstruktionen immer schwierig, sind natürlich unabsehbar. Denn es kann natürlich dann auch sein, dass der Papa die Lust verliert und sagt, jetzt habe ich den Sohn mal in ein Auto gebracht, was in Richtung WM-Fight gehen kann und jetzt hat er keine Lust mehr. Also wir orakeln ein wenig in die Zukunft und lassen es mal offen. Im Moment muss er ein paar Brikett nachlegen, würde ich sagen, um vernünftigerweise diesen Platz behalten zu können. Viele Zuschauer beschweren sich ja bei uns ganz gerne mal, dass Lance Stroll zu schlecht wegkommt. Deswegen schauen wir auch da ganz kurz mal auf die Zahlen rüber. Wir haben Lewis Hamilton schon thematisiert vorhin. Der hinkt aber bei weitem nicht so deutlich hinter dem Teamkollegen her wie Lance Stroll. Durchschnittliche Qualifying-Position in dieser Saison für Fernando Alonso 6,25, bei Lance Stroll 11,75, 5,5 Startpositionen weiter dahinter. Letztes Jahr 23:3 das Qualifying-Duell für Fernando Alonso. Im Schnitt eine halbe Sekunde hat ihm da gefehlt. WM-Rang 4 für Alonso, WM-Rang 11 für Lance Stroll. Diese Zahlen sprechen schon eine deutliche Sprache. Und du hast die Thematik schon erklärt. Der Vater ist der Teambesitzer. Jetzt ist Lawrence Stroll aber nicht nur Vater, er ist auch Geschäftsmann. Und als Geschäftsmann weiß er natürlich, dass in der Formel 1 Punkte, WM-Ränge gleichzusetzen sind mit Geld. Glaubst du, da überwiegt dann irgendwann mal der Geschäftsmann oder wird da immer der Vater überwiegen? Ich glaube ganz klar, da wird der Vater überwiegen und sonst nichts. Denn das Geschäftliche kann er dann, wenn der Sohn irgendwann mal doch nicht mehr fährt, ja immer noch abwickeln oder das Team wieder verkaufen oder an andere Leute übergeben oder selbst daraus mit Profit irgendwie weiter wirtschaften. Das müssen wir ihm überlassen. Aber ich glaube schon, dass das die Kombo Papa, Sohn ist dort schon essentiell wichtig. Doch, glaube ich schon. Jetzt kann ja Lawrence Stroll schalten und walten, wie er will in diesem Rennstall. 2026 ändert sich was, da wird Aston Martin zum Honda-Werksteam. Glaubst du, dass sich Honda das gefallen lässt, in Anführungsstrichen, wenn da ein Lance Stroll drinnen sitzt? Ich glaube, jetzt hier und heute haben sie gar keine andere Wahl. Denn ich meine, man weiß ja, man kann ja nicht
vertraglich mit einem Partner wie Aston Martin, also mit einem Rennteam, eine Zusammenarbeit beginnen und gleich sagen, also aber ein Fahrer bestimmen wir oder wir haben Mitbestimmungsrecht hier, da und dort. Ich glaube, das ist vernünftigerweise so, dass man sich auf die Technik konzentriert und erstmal schaut, dass man das gebacken kriegt. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, Honda hat schon ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, als es um diese aktuelle Motorengeneration ging, bis man das auf Touren gebracht hat. Ich hoffe mal, dass man so viel Know-how inzwischen hat, dass man die neue Motorengeneration, die ja wirklich wieder anders ist, auch in den Griff kriegt. Und wenn das dann alles läuft, dann kann man immer noch sagen, ja, wir hätten gerne. Aber ich glaube, auch so ein Tsunoda zeigt ja, der ist ein ganz klarer Honda-Mann, den hat man gerne bei Toro Rosso aufgebaut, auch wenn er doch ein bisschen arg lang gebraucht hat. Aber inzwischen fährt er wirklich prima und macht auch keine Fehler. Also da kann man sagen, das ist dann schon auch ja, für Honda Legitimation genug zu sagen, wir haben auch für die japanischen Fahrer was getan. Wir haben einen Fahrer unseres Wunsches bekommen. Das ist jetzt der japanische Gedanke. Bei Stroll, ich meine, kannst du sagen, ja, da nehmen wir lieber einen Leclerc oder so jemand. Aber das werden wir sehen und das wird in den Verträgen mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise gewährleistet sein. Jetzt ist der Fahrermarkt ja hochdynamisch aktuell. Glaubst du, dass man sich da auch ein bisschen ins Nest setzt, wenn man nur immer ein Cockpit zu vergeben hat? Man hat einen Fernando Alonso, den man gerne an sich binden würde. Man will sich aber eigentlich auch anderweitig umschauen und könnte da vielleicht jetzt zwei Top-Piloten gerade in dem Moment verpflichten, hat aber eben dieses eine Cockpit besetzt. Also schlau ist das nicht, wenn man rein auf den Erfolg ausgeht. Aber man hört ja schon, ich meine, wenn Mike Krack irgendwas sagt, ist ja Lance Stroll super, alles bestens, wir sind hochzufrieden. Ja, das ist halt so. Ja, ich meine, wenn man, das kann man einfach nicht ändern. Das ist halt einfach so. Und deswegen würde ich mal ganz ehrlich sagen, Aston Martin, wenn die eigene Performance, was die WM angeht, was die Konstrukteurs-WM angeht in erster Linie, wenn man da einen Carlos Sainz reinsetzen würde, wäre die Ausbeute natürlich deutlich besser. Aber es ist natürlich, sind andere Sachen, die da im Hintergrund existieren, beziehungsweise die Wichtigkeit, die Werteskala ist nicht unbedingt nur noch ein paar Punkte mehr für die Konstrukteurs-WM zu kriegen, sondern in dieser Werteskala, die Vater Stroll definiert, ist eben auch der Sohn ein wichtiger, ein existenzieller Baustein. Alles, was man machen kann, ist, dass man dem Lance das Leben ein bisschen leichter macht, das Auto fahrbarer macht. Und der hatte schon hin und wieder seine Highlights, aber er ist halt wahnsinnig unbeständig. Mal, also in Suzuka war er jetzt wirklich, er war eigentlich nirgends. Aber das kann in China schon wieder anders sein. Also wir geben ihm wie immer Zeit und wünschen Aston Martin das Beste. Bevor wir dann zu unserer letzten Rubrik kommen, abschließend zu diesem Thema noch, was ist dir eigentlich durch den Kopf gegangen, als du den Funkspruch von Lance Stroll gehört hast in Richtung Höchstgeschwindigkeit? Also bei uns im Büro, muss ich sagen, war durchaus Heiterkeit angesagt. Ja, Heiterkeit, da muss man schmunzeln drüber und dabei auch belassen, weil, weißt du, wenn man so über Fahrer spricht, die jetzt aber nicht so ganz die richtige Performance bringen, darf man immer nicht vergessen, das ist immer noch ein ziemlich anstrengender, ziemlich herausfordernder Job. Und auch ein Lance Stroll, auch wenn er jetzt nicht ganz so performt wie Fernando, der darf schon auch mal sowas sagen. Da habe ich kein Problem. Dann gehen wir über zur nächsten und unserer letzten Rubrik, nämlich zum AVD Pitstop. Heute haben wir da wieder was ganz Spezielles mit euch vor, denn in dieser Rubrik gibt's im Laufe der Saison immer mal wieder Gewinnspiele. Heute gibt es noch nichts zu gewinnen, aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, wie das so in Zukunft aussehen könnte. Ein kleines Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als wir das hier aufgezeichnet haben. Wir wollen noch nicht verraten, was die Lösung ist, aber du hast ein paar Rennstrecken gezeichnet. Ich befürchte etwas. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Meine Lieblingsstrecke. Also erstmal lange Gerade. Ja. Geht bergab, dann kommt eine Doppelrechtskurve, dann kommt man wieder und dann geht's zang, zang, zang.
Und jetzt wird es ein bisschen enger, geht immer schön bergauf und ab. Also auf der Geraden kann man es mehr sehen. Wunderbar, dann kommt es zung, zung, wieder zurück. So, dann haben wir hier Haarnadelkurve, auch langsame Kurven gibt es. Dann, oh, jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwie, ah ja, ich muss ja noch irgendwo mal drüber. Gar nicht so einfach. Und jetzt geht es irgendwie so hinter, jetzt kommt links, links, lange gerade. Ah ja, genau, die geht so, glaube ich. Und dann kommt so und dann irgendwie. Und da ist noch eine Schikane. Also so ungefähr. Aber man kann erkennen, was es ist. Es ist meine Lieblingsstrecke. Perfekt. Ja, ich gehe mal von Suzuka aus. Ja, gut, gut. Das sieht man daran, dass es so eine 8 ist. Logisch, das gibt die einzige Strecke. Das ist nur S und das ist nicht SS. Ich glaube, da fehlt hier ja, da fehlt was. Ja, da ist halt noch eine Kurven drin. Halt so. Aber dann, ja, die Degners. Ja, Haarnadel, Spoon, gerade, 130 R, das ist da. Ja, die kennt ein bisschen schneller, also so. Ja, dann geht es hier um die Ecke. Die Ecke kenne ich aber gar nicht. Doch, doch, weil da ist die, da habe ich mich vertan. Da ist die Schikane. Geht doch. So. Ja, also ich kenne ja dieses Spielchen, das haben wir bei RTL auch immer wieder mal gemacht, Rennstrecken aufzeichnen, da haben wir auch die aktuellen Fahrer immer mal zeichnen lassen. Also ganz so schlecht wie ich waren die aktuellen Fahrer nicht, aber ich sag mal so, ich habe Suzuka, trage ich in meinem Herzen und da gehört es auch hin. Und dass ich es nicht auf die, oder nicht halbwegs vernünftig auf die Leinwand gebracht habe, ja, sorry. Fällt dir noch ein, wer der beste und wer der schlechteste Zeichner im Fahrerlager war damals? Ich weiß noch, Vettel war ziemlich gut, kann ich mich erinnern, und mehr weiß ich nicht. Ne. Naja, die Schlechten, die werden immer vergessen. Das wird immer ausgelassen, zensiert. Aber das war schon ein kleiner Vorgeschmack darauf, was ihr im Laufe der Saison erwarten könnt. Es gibt auch tolle Gewinne, unter anderem AVD-Mitgliedschaften, aber auch Tickets zu Rennsportveranstaltungen und das ein oder andere Technik-Schmankerl wird auch dabei sein. Also, es rentiert sich also immer doppelt und dreifach, dieses Magazin hier einzuschalten. Für den Moment, für den Japan Grand Prix, bedanke ich mich wieder vielmals bei unserem Experten, bei Christian Danner. Und dann geht's jetzt schon rüber in Richtung Shanghai. Ich bin jetzt vorsichtig geworden mit der Aussprache mit China. China, da will ich niemanden mehr triggern. Wir einigen uns, glaube ich, wir Bayern auf Shanghai. Ist einfacher. Genau so ist es. Ich kenne das Problem, weil alle meine Freunde, ich sage mal aus dem Ruhrgebiet, aus Köln, die haben mit CH ein SCH ausformuliert. Ich habe mit CH wie in meinem Namen ein K genommen. Der Mittelweg wäre China. Grand Prix. Da freuen wir uns drauf, unabhängig von der Aussprache. Vielen lieben Dank. Egal welches Thema, wenn ihr noch die eine oder andere Frage an mich habt, dann Hashtag AskAVD verwenden.